Hallo und herzlich willkommen zu 54 TV aus dem Donaustadion in Ulm. Mit 1:2 hat Eintracht Trier hier heute beim SSV Ulm verloren und den vielleicht entscheidenden Rückschlag im Rennen um die Relegationsplätze erlitten. Es war ein turbulentes Spiel mit 2 Elfmetern für Ulm und vielen, vielen Chancen für die Eintracht. Die Spielszenen gucken wir uns jetzt an, unterlegt mit den Stimmen von Eintracht-Trainer Roland Seitz, Torwart Andreas Lengsfeld und Ulm-Trainer Paul Sauter. Eintracht Trier verliert mit 1:2 beim SSV Ulm. An meiner Seite begrüße ich Eintracht-Trainer Roland Seitz. Ein Ulmer Verantwortlicher hat mir eben gesagt, wenn das Spiel 4:2 für Eintracht Trier ausgegangen wäre, hätte man sich nicht beschweren dürfen. Ich denke, Sie sehen das wahrscheinlich ganz ähnlich, oder? Ja, wenn man es ganz krass nimmt, denke ich, wäre die Ulmer mit 4:2 noch gut bedient gewesen. Ja, weil das Chancenverhältnis war so krass zu unseren Gunsten. Ich glaube, hat nach 4 Minuten mit Alon Abeski schon angefangen. Freistoß an den Pfosten, die zweite Situation. Also wir hatten ja Chancen ohne Ende, auch in der Schlussphase. Unabhängig, ob ein Punkt zu wenig gewesen wäre, müssen wir, glaube ich, in 2 Minuten noch, also eins auf jeden Fall schießen, weil wir 3, 4 Hochkaräter hatten, von der Linie runter und. Ja, 11 Meter gegen uns gepfiffen worden, den auch nicht jeder pfeift. Also von daher hat heute vieles gegen die Mannschaft gespielt, die einen tollen Job gemacht hat, nur das Ergebnis hat nicht gestimmt. Wenn wir die Geschichte des Spiels mal durchgehen, es gab ja den ersten Elfmeter, wie haben Sie die Situation gesehen und wie hat Ihre Mannschaft darauf reagiert? Ja, angeblich. Ich kann nur die Linienrichter fragen, von unserer Seite war es sehr, sehr schwierig zu sehen, hat der Andi den Spieler berührt, wobei der Spieler schon ganz komisch auch hingefallen ist, da muss man sich die Bilder mal anschauen. Gut, er hat ihn gegeben, Andi hat super gehalten. Wie gesagt, vorher hatten wir schon 2 gute Chancen gehabt, bevor der Elfmeter kam. Dann ging es wieder positiv für uns weiter, aber das Ding wollte einfach nicht rein. Ja? Und in der zweiten Halbzeit pfeift der Schiedsrichter den Elfmeter, wo, ja, keiner weiß warum. Ja, wenn man normal den Ball nachschaut, kann man die Szene gar nicht sehen, weil der Ball ganz mal anders war. Sie gehen in Rückstand, müssen viel verkraften, Kapitän mit Muskelverletzung raus, schießen trotzdem den Ausgleich, super Moral von den Jungs. Gehen wieder unglücklich in Rückstand, in den letzten 20 Minuten alles riskiert, alles rausgeschmissen, Taktik aufgehoben und ich glaube in der Schlussphase, ich weiß gar nicht, 3, 4 Hochkaräter. Ja, bitter. Man sucht ja als Journalist immer nach Erklärungen, aber ich glaube für die vielen vergebenen Torchancen, gibt es da eine Erklärung? Ist das eine Eigendynamik, die dann irgendwann einsetzt oder... Wie würden Sie mir das als Trainer beantworten? Also immer schwer zu sagen. Ja. Ich meine, es wird ja viel gesprochen. Der eine sagt, ja, wenn der Pagenburg dabei gewesen wäre, wären die Dinge drin gewesen. Die Jungs haben in den letzten Wochen so einen tollen Job gemacht, ja, und haben wirklich so viel Gas gegeben, haben heute nie aufgesteckt und wollten das Ding mit aller Macht nochmal irgendwie drehen. Aber es ist halt oft so, wenn man sieht, der Erdogan kommt rein, schießt das Ding am leeren Tor vorbei, manchmal hast du das Glück und der schießt das Ding ins Tor, steht 2:2 aus einer Viertelstunde oder was weiß ich, was alles passiert. Aber es hat heute einfach nicht sein wollen, warum auch immer. Und deswegen, ja, haben wir das Spiel auch verloren. Haben Sie schon einige Worte jetzt an die Mannschaft nach der Niederlage richten können, weil die Gesichter ja alle sehr enttäuscht waren, alle waren sehr niedergeschlagen? Ja, ich habe mich bei jedem Einzelnen einfach nochmal bedankt für die Leistung und für die Grundeinstellung, die jeder gebracht hat. Ja. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, wenn die Jungs, wenn man die Gesichter sieht, wie enttäuscht sie sind, weil sie wirklich alles heute wollten und dafür alles getan haben. Und wenn man bei der besten Heimmannschaft, bei einer sehr, sehr guten Rückrundenmannschaft so ein tolles Spiel abliefert, dann muss man einfach sagen, das ist super. Und ich weiß gar nicht, ob im Moselstadion in den letzten 3 Jahren, wo ich da bin, ein Gegner so viele Torchancen hatten wie wir hier in Ulm. Nur wenn du es nicht reinmachst, dann kannst du das Spiel nicht gewinnen. Wir haben es nicht reingemacht und ich denke nicht, dass der eine oder andere sich anstecken lässt. Aber es ist halt oft dann so die Kleinigkeit, wo du sagst, das Ding geht nicht rein, warum auch immer. Ne? Im Rennen um die Relegationsplätze gab es ja in dieser Woche doch etwas Hoffnung noch einmal. Durch die Niederlage von Elversberg in Pfullendorf, Kaiserslautern hat in Hoffenheim verloren. Jetzt hat heute die Eintracht verloren, Elversberg gewonnen. Denken Sie, ja, dass dieser Zug zu den Relegationsplätzen damit abgefahren ist für Ihre Mannschaft? Ja, Fakt ist, dass wir die letzten 3 Spiele natürlich alle 3 gewinnen wollen. Wir werden jedes einzelne wieder vernünftig angehen, werden alles versuchen, um die 9 Punkte zu holen. Und oberste Priorität, das sollte man natürlich nicht vergessen, hat aber trotzdem der Pokal. Wir müssen jetzt gucken, wir haben wahnsinnig viele Verletzte, heute kam wieder einer dazu. Wir haben wahnsinnig viele Leute, die nicht zur Verfügung stehen, dass wir am 29. Mai eine Mannschaft am Platz stehen hat, die das Ding gewinnen will und auch kann. Und da sollte man schon unser Auge drauf merken. Dann wünschen wir viel Erfolg dabei. Und gute Heimreise. An meiner Seite steht nun Andreas Lengsfeld. Andreas, der Gang zu den Fans eben, war es der bitterste vielleicht in dieser Saison? Wenn du verlierst, ist immer bitter. Und ja, kann jetzt noch schlechter sagen. Auf jeden Fall war es sehr bitter. Ob es der bitterste war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es, ja. Du darfst ja nicht verlieren, das Spiel. Du musst auch, wir haben momentan auch Pech mit dem Schiedsrichter. Normal muss man immer bei sich selber anfangen, alles klar. Aber also, wenn ich an Kaiserslautern denke und jetzt schon wieder, also, ja. Irgendwer will das dann auch nicht, tut mir leid. Also. Welche Szene meinst du konkret? Ich denke, du wirst die Elfmeterszene ansprechen. Ah ja, gut, also das zweite, wenn du das pfeifst,
Dann musst du pro Spiel 5-6 Mal Elfmeter pfeifen. Und dann gibt es ja, ich weiß nicht, wie oft die Hand gespielt haben oder wie auch immer, lässt er weiterlaufen. Also es war unglückliche Schiedsrichterleistung, muss man so sagen. Es war ja insgesamt so ein Spiel, viele spielte gegen euch, aber viele spielte auch für euch in die Karten. Zunächst die Situation, wo der Elfmeter, der erste Elfmeter ist, den du hältst. Danach war ihr eigentlich sehr gut im Spiel und hattet gute Chancen in der ersten Halbzeit. Ja, ich denke, wir haben sehr gute Chancen gehabt. Auch nicht nur ein, zwei, sondern mehrere. Natürlich müssen wir dann halt auch eins machen. Ja, und dann kommst du mit 0-0. Halbzeit ist alles okay, nachdem der Elfmeter war. Klar, haben wir bessere Chancen. Und dann zwei Minuten nach der Halbzeit pfeift der so ein Elfmeter. Das geht nicht. Und was willst du dann machen? Klar, dann haben wir am Ende noch 200-300-prozentige, aber... Ja. Der Mannschaft, glaube ich, da einen schweren Vorwurf zu machen. Ich glaube, Chancen waren da, Kampf war da. Gar nicht. Ich glaube, wir haben auch gut Fußball gespielt. Also ich glaube, da haben wir eh die letzten Spiele großen Fortschritt gemacht. Also das ist, wir spielen nicht lange Bälle, nicht nur lange Bälle, sondern spielen guten Fußball. Und schade, dass der momentan nicht so belohnt wurde. Die letzten Spiele, glaube ich, hätte man gegen Kaiserslautern oder so auch einen Sieg verdient gehabt. Ersberg hat mit dem Sieg heute den Abstand wieder vergrößert. Denkst du, dass die Mannschaft es schafft, die Enttäuschung bis zum Heimspiel jetzt gegen Hoffenheim aus den Klamotten zu schütteln? Oder tut das dann heute doch umso mehr weh? Natürlich. Heute tut es weh, wahrscheinlich morgen auch noch. Und dann müssen wir am Mittwoch wieder schauen, dass wir gewinnen. Ganz einfach. Mehr können wir nicht machen. Ja. Vielen Dank. An meiner Seite steht Paul Sauter, der Trainer des SSV Ulm. Herzlichen Glückwunsch zunächst einmal zum Sieg. Von Trierer Seite aus wurde hier so ein bisschen das fehlende Glück bemängelt. Wie ist das Spiel aus Ihrer Sicht gelaufen? Ja gut, in der Endphase kann man schon sagen, da hatten die Gäste die eine oder andere Chance. Da sind zwei, drei Bälle durch den Fünfer gezischt, wenn man so schön sagt. Und wenn da der richtige Fuß dran ist, dann liegt der Ball auch drin. Aber man darf nicht vergessen, wir haben bereits früh in der ersten Halbzeit die klarste Chance, nämlich den Elfmeter liegen lassen, ja, wo der Torwart zwar bravourös gehalten hat, aber der wurde auch nicht so optimal geschossen. Ja gut, am Ende des Tages ist es halt so, wenn du dann führst und die Zeit dann für dich läuft, dann ist es dann halt auch oft so, dass man dann den Ball nicht mehr reinkriegt. Aber wie aus Ulmer Sicht, wir sind ja bekanntermaßen Neuling und haben uns im Laufe der Runde, vor allem jetzt in der Rückrunde, stabilisiert. Sind heute wieder auf dem Platz 1 in der Heimtabelle gelandet, ja, mit sage und schreibe 35 Punkten. Und ja, da können wir durchaus ein bisschen stolz sein, ja. Sie haben gesagt, das war jetzt kein Spiel für schwache Nerven. Was meinten Sie genau damit? Ja gut, das war halt alles geboten. Dramatik, Elfersituation, gehaltener Elfer, ja, und Zweikämpfe am Anschlag. Und natürlich die Dramatik in den letzten 5-7 Minuten, wo logischerweise die Trierer Mannschaft alles auf eine Karte gesetzt hat. Da bleibt ja auch nichts anderes übrig. Der Torhüter mehrmals mit vorne reinging und das ist immer dann kribbelig. Wenn man das Tor erzwingen will, setzt man alles auf eine Karte und wenn man es verhindern will, und das war ja unsere Ausgangslage, dann zuckt es schon ein bisschen, ja, und da brauchst du starke Nerven und solltest natürlich auch keinen Herzschrittmacher haben, weil das könnte sein, der blieb stehen. Ja. Also es war schon einiges drin heute im Spiel. Roland Seitz kennen Sie, Sie haben ihn früher kurze Zeit trainiert, 1987 haben Sie eben gesagt. Haben Sie ihm gegenüber schon ein paar tröstende Worte finden können nach dem Spiel? Ja, logischerweise, man kennt sich schon seit der Zeit, er war ein junger, hochtalentierter Stürmer damals, sehr torgefährlich. Und er hätte vielleicht heute das Tor gemacht in der Endphase, aber wir können das Rad nicht zurückdrehen, ich war auch Stürmer. Und da leidet man draußen natürlich mit. Natürlich tröstet man den Kollegen, aber es ist halt immer das Ergebnis einer gesamten Runde. Ich meine, die Trierer Mannschaft ist top besetzt, ja, haben Riesenpotenzial, gute Fußballer drin und am Ende einer Runde, so wie wir jetzt hinsteuern, ist es halt dann immer so, dass man das Gesamte natürlich analysieren muss. Warum haben wir in der Vorrunde so und so viele Punkte liegen lassen? Ich glaube, das muss man im Gesamten sehen. Wir haben ja auch in der Vorrunde eine Durststrecke von 7 Spielen ohne Sieg gehabt. Sonst wären wir wahrscheinlich noch locker 6-8 Punkte weiter vorne. Und von daher, das nützt nichts, hinterher zu jammern. Ein Wort jetzt noch zu Ihnen. Sie sind ja nicht nur Trainer des SSV Ulm, Sie sind auch der Präsident. Wird diese Konstellation auch in der kommenden Saison so fortgeführt? Haben Sie Gefallen daran gefunden oder sagen Sie, na, ich ziehe mich jetzt vielleicht doch so ein bisschen wieder in die Präsidentenrolle zurück und jemand anderes übernimmt die Mannschaft? Ja, das ist halt so entstanden. Ja, vor 2,5 Jahren wurde ich gerufen, gebettelt, nachdem ich vorher schon 4 erfolgreiche Phasen als Trainer hatte. Ich soll doch bitte dem Verein vom Untergang helfen zu bewahren, als sogenannter Generalbevollmächtigter.
Und ja, das haben wir wirklich monatelang gezittert um den Fortbestand des Vereins. Und dann kamen die Mitgliederwahlen. Niemand hat sich zur Verfügung gestellt, keiner wollte das Risiko tragen. Und so bin ich dann halt auch plötzlich Präsident geworden. Aber ich komme ja vom Sportlichen her, ja, und ich bin kein gelernter Präsident. Das ist zwar niemand, aber mein Ding ist ja der Sport. Und insgesamt 30 Jahre Trainererfahrung, davon 14 Jahre Verbandstrainer. Zunächst in Württemberg, dann in Bayern und dann noch 8 Jahre in der Talentförderung beim DFB. Also ich bin durch und durch ein Trainer. Ja. Präsident ist eigentlich dazugekommen. Aber wie es jetzt weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Ich würde mich auch ganz gerne jetzt mal ein bisschen zurücklehnen. Bin zwar noch nicht so alt wie mein Vorbild Ferguson, aber gut, ich habe noch Feuer. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, dann alles Gute weiterhin und ja, schönen Abend noch. Ja, alles Gute auch. Ja.